Ich habe etwas gebaut. Diese Maschine produziert virale Videos. Pass auf. Wir nehmen einfach einen Trendsong mit Ohrwurmgarantie, wie den hier. Und ein süßes Tier, wie das hier, weil die gehen immer gut. Ich meine, guckt sie euch an. Und ja, mehr brauchen wir auch nicht. Jetzt stellen wir noch ein beliebtes Format hier unten ein, wie zum Beispiel den Daily Vlog. So, und das braucht jetzt eine Sekunde, aber mal so generell. Selbst wenn ein Video viral geht, was bringt das? Und ich will damit natürlich nicht sagen, dass Klicks unwichtig sind. Aber ist es nicht vielleicht sogar viel wichtiger, dass die richtigen Leute dein Video sehen? Und dein Video auch irgendwas transportiert, sich die Zuschauer danach deinen Kanal angucken, dich im besten Fall sogar abonnieren oder was auch immer. Halt das Interesse weg, sodass die Leute vielleicht sogar nach einiger Zeit eine richtige Bindung zu dir aufbauen. Sowas hier können Unternehmen posten, wenn sie wirklich nur auf Klicks aus sind. Der Mehrwert hält sich natürlich ziemlich in Grenzen. Aber wie geht das denn jetzt eigentlich? Hier mal ein Beispiel. Das hier ist der Gamification-Blockbuster, den ich letztes Jahr für Simo produzieren durfte. Simon? So sieht's aus. Was habt ihr in die Maschine geworfen? Einen fiktiven Wirtschaftskrimi, eine POV-Gamification-Perspektive und einen Haufen Action. Danke. Was schmeißt du immer so in die Maschine? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video im nächsten Monat.